Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xenoblade 2. Wieder an diesem Ort, das hoffentlich vorletzte Mal. Und zwar gehen wir jetzt und machen Gaius platt. Was? Nein, nicht schon wieder. Das wäre ein drittes Mal. Ich meine Mila natürlich. Und wir nehmen Mila, Elise und ich weiß nicht, wen wir noch nehmen sollen. Aber wir nehmen Jude mit. Aber wahrscheinlich kommt ja Jude als Gegner. Beim ersten Mal, also ja, passt doch. So, du hast den verrückten Wissenschaftler, ja. Ja, ich gebe meinen Kostümen Namen. So, Laterne, Bams. Das müsste jetzt da oben sein, ja, oben links. Rechts haben wir schon alles, also muss ja nur noch oben links sein. Gehen wir da, oh Gott, das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Ich sollte eigentlich vielleicht öfter gegen die Gegner hier kämpfen, weil... Upsala, hier. Oh ne, hier wieder. Weil, ich... Naja. Worauf wollte ich jetzt nochmal hinaus? Verbindet euch. Okay, ja super. So, jetzt sind mir wieder eingefallen, da habe ich gesehen, die sind nicht verbunden, da muss ich die verbinden. Da sind mir wieder entwichen. Ja, auf der rechten Seite habe ich alle, wollte ich sagen. Das muss jetzt ja oben links sein. Ne, Quatsch, das wollte ich nicht sagen. Ach ja, wegen den Gegenständen. Ich habe schon mal nachgeguckt, was wir alles schon herstellen können hier. Und legendären Waffen und was weiß ich. Und wir können fast gar nichts herstellen. Also wir können schon legendäre Waffen und also was herstellen, aber die super legendären Waffen herzustellen, ja, reicht das nicht. Dann gehen wir mal durch die blaue Tür. Zwei alte Dinge. Ich habe noch zwei Dinge abbekommen. Egal. Vor allem jeder Charakter hat jetzt auch eine einzigartige Rüstung und eine einzigartige Kopfbedeckung, die er jetzt haben kann. Davon kann ich auch noch keine herstellen. Geil, wa? Also wahrscheinlich, wenn ich hier mit allen durch bin, ich werde bestimmt noch Level 200 sein am Ende des Projekts. Wenn ich hier in dem Gebiet trainiere, wird das eigentlich kein Problem sein, habe ich so das Gefühl. Wahrscheinlich werde ich dann hier noch ein paar die ganzen Gegenstände farmen, die alten Glocken und so. Weiß nicht, da können wir ja noch ein bisschen rumalbern, bevor... Wie klein war der denn? Bevor ich irgendwie das gesamte Spiel hier beende. Mal gucken. Geht doch schon ein bisschen Lust hier mit einigen Charakteren hier. Mit einigen Kostümen oder Verwandlungen hier ein bisschen rumzuspielen. Möchte ich auch noch was von haben und dem Let's Play zeigen. Ja, wie ich mir gedacht habe, hier ganz oben. Ist was. Dann weiter da. Das Dach da was gewesen, wo wir vorhin waren. Sehr geil. Das wird wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich will auch die legendären Waffen so haben und zeigen und was weiß ich. Da kann man ja noch hier so irgendwann dazwischen schieben. Also ich werde heute auf jeden Fall mit allen Charakteren hier fertig. Was hier Bosskämpfe und so betrifft. Dann bleibt ja eigentlich nur noch hier das eine Elite-Monster, der Xenobronk. Der Xenobronz, dessen Level wir glaube ich sogar schon eingeholt haben müssten. Und ja, ein Kolosseum vielleicht noch irgendwie was. Nee, habe ich ein Kolosseum? Ich weiß das gar nicht. Habe ich im Kolosseum alles erledigt? Ja klar, ich habe damit jeden Charakter, oder? Ja, schon so lange her, ne? Ich bin jetzt hier schon wochenlang in diesem Gebiet hier am Rumgammeln. Ich komme schon gar nicht mehr klar. So, irgendwie muss ich hier runter. Ich komme hier nicht runter. Wie komme ich hier runter? Lass mich hier runter. Ich will hier runter. Lass mich da runter. Da geht's runter. Das ist auch Ding direkt. Sehr gut. Leute, nicht lang. Könnt ihr euch eigentlich auch alles rausschneiden hier? Das kennt man jetzt auch, ne? Hey, da hinten bin ich. Also du ich meine da. So, müssen wir jetzt wahrscheinlich gegen Jude kämpfen, oder? Weil als wir Judes Weg genommen haben, haben wir erst gegen Mila gekämpft. Oh, Laterne. Also müssen wir hier im ersten Kampf gegen Jude kämpfen, ne?
So, alte Glocke. So, die Erfahrungspunkte bringen es irgendwie nicht, aber ich mach's trotzdem. Ich würde ja im letzten Kampf hier einsetzen, ja. Okay. Echte Frauen essen Hühnchen, ne? Hat mal eine gesagt. Und das ist echt gut. Ha. Der machen wir fertig. Ja, ne, der müsste eigentlich kein Problem sein. Obwohl, der letzte Dude, gegen den wir gekämpft haben, ne? Der hat uns ordentlich auf die Fresse gegeben. Also, ich bin mal ruhig hier. Guck mal hier. Guck mal, Ermila. Ja, ne? Es ging an, vielleicht gegen Feuer hier. Bams. Verdammt. Jetzt hast du. Ja, Kacke. Läuft hier gar nichts am Plan, ey. Hier. Okay, komm mal her. Hab ich noch mal die anderen? Hier, ne? Achso, ich dachte, ich hatte den einen, ja. Das ist ja auch schuld, wenn du wegen Feuer anfällig bist, ne? Würde ich sagen. Oh, nee. Oh, oh Gott. Das bringt dir noch nie im Leben um. Ich sehe irgendwie gar keinen Schaden. Lass dich mal davon treffen, ey. Werd immer ab. Boah, wie gedowngraded Demon Fist ist. Also diese Massenattacke. Dämonenfaust. Im ersten Teil war die auch vollkommen übertrieben stark, ey. Keine Ahnung, ich habe irgendwie. Hab ich ja schon im letzten Part gesagt, dass ich die Platin-Trophäe jetzt anstrebe. Keine Ahnung, da habe ich auch das Kolosseum gemacht. Ja, mit Demon Fist einfach auf dem Boden, alle Gegner fast weg, ey. Komm schon, verreck. Na komm her, lass du jetzt mal hochtreffen. Ich treff den damit nicht. So, jetzt habe ich den aber. Bams. Boah. Jetzt habe ich dich da gefangen, ey. Was machst du jetzt? Brennen. Tu das nicht. Verdammt, wieso nicht? Warte, ich konnte. Hat er gedrückt. Ich kenne den ganzen Angriff hier, hallo. So, und jetzt zack. War schon lange nicht mehr gesehen. Bad, what? Sehr schön. Ja, ich finde auch gut, dass Milas Stimme hier viel besser klingt. Und das habe ich mir nicht eingebildet. Is this a projection of my own fears? Wie, du hast Angst vor Jude? Yet, I can't help but find it fascinating. Wie, sie hat Angst vor Jude? Hat unsere Gruppe irgendwie noch nicht irgendwie skitmäßig irgendwie was abgelassen hat, ne? Über all das, was hier passiert, ohne Fackel. Seit wir gegen unsere Erinnerung, ja, okay, diese kleinen Dinger da unten am Bildschirmrand, aber wie ein Skit oder so kam noch nicht, ja, außer ganz am Anfang hier Muses Verdacht oder Milas Verdacht oder so was, aber sonst nix. Oh, geht weg, ich sehe nichts. Da ist eine Kerze. Boah. Aber ich glaube, ich krieg sowieso noch zwei, wenn ich, egal, ja, wenn ich die sowieso in der falschen Reihenfolge bekomme, dann krieg ich sowieso noch zwei, ne? So viel habe ich auch schon ausgefunden. Und hier werde ich wieder schneiden, also bis gleich. Und da sind wir wieder. So, diesmal hat's ein bisschen länger gedauert, so 10 Minuten. Und ja, nachdem ich hier alle erledigt hatte und der Zeitlimit weg war, habe ich noch die Zeit genutzt, so ein Bakura-Viech hier zu erledigen.
hat auch noch so ein bisschen Erfahrung gegeben. Ein Level Up haben wir bekommen. Ich habe 4 alte Glocken bekommen, weil ich hier so alle drei Dinger gefunden habe, allerdings in der falschen Reihenfolge. Und ich sollte mir am besten jetzt so ein Ding in die einpfeifen. Zack. Ich habe noch das Erfahrungsding gehabt und jetzt köpfen wir uns Mila vor. Wahrscheinlich alle 4 großen Geister auf ihrer Seite hat, ne? Verdammt! So, fangen wir erstmal jemand an. Nein. Oh Mann. Nein. Oh. Ja, das wird heftig. Die ist auch Level 135, was? Mir ist auch aufgefallen, die normalen Monster, die leveln gar nicht mehr mit, kann das sein? Die sind immer noch auf Level 30, 31 ungefähr. Ich habe die Leveln gar nicht mehr höher. Ist doch perfekt bald. Du bist nur resistent gegen Licht. Du bist so die Herrin der 4 großen Geister, hallo? Du bist doch resistent gegen alle Elemente sein, eigentlich. Und sie setzt natürlich Arzt ein, ey. Hätte ich mal Rowan mitgenommen. Ah, nein, du bist ja resistent. Verdammt. Den Angriff bringt es auf jeden Fall. Sollten wir öfter mit dem Hammer kämpfen, ey. Oh, die brennt sehr gut. Das Frost Eruption, ne? Verdammt. Oh nein, somit setze ich jetzt meine Mystikart ein. Zack. Warte mal, das ist nicht Lichtelement, oder? Okay, Gott sei Dank. Er ist auch verdammt stark, der Angriff, ne? Und die ist schon leicht weg, wat? War ja einfach. Oh Gott. Jetzt macht sie ernst und wir sind alle tot, ne? Ich muss schon sagen, die ist nicht im Overlimit. Pup, 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 pup. Sagen, Elise, ein bisschen schnell ab, wenn es geht. Oh, sie setzt auch die 4 ein. Hilfe. Zauberschutz. Was das bringt, keine Ahnung. Lass mir die Hoffnung. Also, wie ich das mitbekommen habe, sind alle Gegner eigentlich immer, weiß nicht, so 3-4 Level über mir. Also, sie ist jetzt Level 135, genau wie wir. Ich habe so das Gefühl, ich habe so ein Level Cap erreicht, ja, man erreichen kann auf einen schweren Schwierigkeitsgrad. Oh, sie ist vergiftet, sehr gut. Wir machen die fertig, habe ich das Gefühl, ey. Wenn ich ja schon wieder an Gaius zurückdenke, oh Gott, schon noch ein paar Sekunden. Tag. Willst du denn? Hey, 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 was ist das denn? Was zum Teufel? Was denn jetzt passiert? Voll spammt sie die ganze Zeit ihre 4 großen Geister und den Angriff wollte ich nicht einsetzen, weil er nichts bringt. Die hat sich geil. Ich krieg die Krise. Hilfe. Komm mal her. Komm mal her. Reicht dich so nicht. Manchmal hat er auch 0 abgezogen, oder? Guck mal her. Das hat irgendwie nicht so gebracht, egal.
Heavenly Crusader. Wenigstens bringen die Angst fürs Mal. Hilfe. Was soll ich mit einem anderen Lang für dich einsetzen können? Außer den hier. Weil er bringt es eigentlich. Sie brennt, sehr gut. Wie? Nein, sie heilt sich wieder. Wie kannst du das wagen? Auf damit. Ja, schon wieder, oder? Er hat sich diesen Fern angefangen gesetzt. So oder so ist. Kacke. Hilfe. Wow. Genau von beiden angreifen hier. Jetzt setzt sie nur noch ihre vier großen Geister ein. Kann das sein? Hilfe, auf damit. Was ist jetzt nervig? Okay, was sind das für Dinger, die einen verfolgen? Was? Warum nicht? Was? Wieso bin ich am Leben? Okay. Ist hier noch im Overlimit? Nee, ne? Ich setze einfach nur geblutet ein, ne? Nein! Gut. Hey, mein Ding war gerade voll. Was? Warte. Was geht hier eigentlich ab? Boah, Hilfe. So, wie angegriffen? Wie angegriffen werde ich im Ding zwar? Aber Takt. Mal auf damit. So, jetzt bist du dran. Guck mal her. Mal schauen, müsste wohl reichen, oder? Heavenly Crusader! Da, da, da. Und sehr gut, danke. Hua! Wow, ich habe zwei Level-Ups bekommen. Ja, dann nicht. Level 36, 136 meine ich. Hab ich jetzt was bekommen? Nee, ne? Eine alte Glocke, ne? Verdammt. Muss ich auch noch eintauschen, die Glocken. So, es wird nur noch der mittlere. Also der mittlere Weg. Sehr gut. Dann mal wieder raus hier. Sehr gut. Noch Fertigkeiten. Er müsste jetzt schon Dingens hier. Ja, lass mal noch. Naja, ich habe FP dazu bekommen, aber kann ich glaube ich nichts mit anfangen im Moment. Egal. Ja, Elvin hat schon 9999. Alle sind kurz vor 137. Gut. Ja, erfolgreich. Wir haben bis jetzt noch kein einziges Mal gefailt, ne? Kann das sein? Was ist denn das? So, dann gehe ich mal hier speichern. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo hoffentlich zum letzten Mal da reingehen müssen. Außer es kommt noch was ganz, ganz Großes, nachdem wir alle hier erledigt haben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielleicht bei Tales of Xenia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.